Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder mal auf der Ravenport. Weitermachen wir hier mit Feld 1 ernten, wo wir gestern angefangen haben und nicht aufgepasst haben mit dem Düngen, dass wir hier nur eine Düngestufe drauf haben. Sehr schade. Gut, müssen wir mit klarkommen. Läuft. Ja, läuft. Ich musste nur mal eben gucken. Ich war gerade jetzt einen Moment verunsichert. Ja, wir ernten hier nochmal den Rest fix weiter. Wird auf jeden Fall mehr als eine Ladung. Müssen wir gleich die Anhänger doch hierher holen. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht reicht es, da die eine Düngestufe fehlt. Aber das passt dann doch nicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wohin mit unserem ganzen Reichtum. Wobei wir erstmal so viel zu tun haben, dass wir gar nicht ans Geld ausgeben denken sollten. Und da wir jetzt wahrscheinlich auch von den Wachstumsstufen relativ gut liegen, müssen wir mal gucken. Feld 3 hat schon die erste Wachstumsstufe durchschritten. Bis wir jetzt wahrscheinlich Feld 2 angesät haben, ist da die zweite Wachstumsstufe durch. Wahrscheinlich haben wir jetzt auf jeden Fall auf den Feldern immer richtig zu tun. Dass wir vielleicht gar keine Zeit mehr für was anderes haben, dann sollten wir auf jeden Fall doch überlegen, vielleicht doch wieder alle Felder im gleichen Takt zu haben. Wobei dann hat man halt immer gleich so ein Batzen zu tun. Es ist so oder so wahrscheinlich einfach schwierig zu handeln. Vor allem, wenn man nicht einen Helfer nutzen möchte, weil der ist einfach so teuer. Und wie gesagt, Curseplay, habe ich gestern schon gesagt, kommt mir erstmal nicht ins Haus. Denn, weil dann läuft hier Curseplay wieder durch die Gegend, oder fährt hier durch die Gegend, und wir wissen nicht mehr, was wir wirklich machen sollen. Na, kriegen wir. Letzte Reihe nicht. Naja, sowas. Gut. Stellen wir den mal so hin, dass wir hier das gleich mitnehmen können. Okay, und den Fendt. Damit düsen wir jetzt mal los. Anhänger haben wir hinten dran, das passt. Holen wir uns einmal die Ladung ab. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder einige tolle Mods, auf die ich ja wirklich gewartet habe. Also zumindest haben wir den Fahrtrichtungswechsel wieder drin. Curseplay ist da, wo ich eigentlich auch drauf gewartet habe. GPS soll jetzt auch in naher Zukunft kommen. Was ich jetzt noch so ein bisschen vermisse, ist Keyboard Steering. Ich muss mal gucken, ob es vielleicht eine aktuellere Version schon gibt. Ich habe das drauf, aber ich habe bis jetzt noch nirgendwo gesehen, dass da auch nur ansatzweise irgendwas von funktioniert. Also ich könnte den auch eigentlich locker runterschmeißen, ohne dass ich davon was merken würde. Und dann hätte ich eigentlich auch schon alles wieder beisammen. Bis auf. Was fehlt mir denn noch? Ja gut, ein paar Traktoren, dass die schöner gemacht werden, detaillierter mit IC-Steuerung. Wie war, hieß das? Ja, doch, IC, genau. Xenonlichter und so ein Kram. Das sind dann so Sachen, wo ich jetzt eigentlich noch drauf warten würde. Ja, GPS soll noch kommen. Und dann halt Skripte auf den Karten, dass man Verkaufsstellen hat, Produktionsstellen, solche Sachen. So, Motor starten. Wäre auch nicht schlecht. Das wäre echt gut, wenn man den Motor anmacht. So, nehmen wir das Büschelchen hier auch gleich mit. So. Hier ist sogar ein bisschen Unkraut zwischen. Das wollen wir ja nun gar nicht haben eigentlich. Ja, Abschleppkette gibt's, Abschleppstange gibt's, auch eigentlich wichtiges Tool. Ach ja, genau, ja, realistische Füllgewichte sowieso und den Motorbremseffekt habe ich jetzt auch mit drin, der auch weitestgehend gut funktioniert, muss man schon sagen. Ich hätte mir eventuell noch mehr drunter vorgestellt. Vielleicht wird es nochmal ein bisschen angepasst. Müssen wir mal schauen.
Aber ansonsten eigentlich auch schon zufrieden damit. Ja, eigentlich fehlt mir jetzt von den allerwichtigsten Sachen nur das automatische Rückwärtsgucken. Wenn das vielleicht schon einer von euch hat, kann er mir das ja mal sagen, dann habe ich wahrscheinlich, also vielleicht läuft das auch nicht mit der Keyboard-Steer, also könnt ihr mir gerne mal unter die Arme greifen, mir mal helfen. Denn also beim LS17 war es Keyboard-Steer, wo das mit drin war. Und das vermisse ich tatsächlich noch. Ja, dann haben wir den großen Holmer Terra Variant gesehen, habt dann glaube ich auch noch nicht bei mir. Ist ein Monster, absolut. Werdet ihr in der Hauptfach? Nicht Hauptfach? Hauptfach habe ich den auch noch gar nicht geholt. Ne, alles gut. Da ist es auf jeden Fall noch ein Ziel, den zu holen. Dafür gab es jetzt sogar auch einen Anhänger. Muss man nur mal gucken, weil mit realistischen Füllgewichten ist das schon sehr kriminell. Denn sowohl dieser Entschuldigung, dieser Rübenbunker wie auch der Überladewagen, den man dafür bekommt für den Terra-Variant, haben jeweils ein Fassungsvermögen von 200.000 Litern. Und ich habe einfach spaßeshalber, als ich den Motorbremseffekt mal ausprobieren wollte, glaube 67.000 Liter Hafer-Big Bags habe ich mir in den Überladewagen reingeklatscht, ohne Anhänger gefahren, also direkt den Überladewagen auf den Holmer Terra-Variant drauf. Und bin dann mal so ein bisschen den Berg hoch, weil ich ja eigentlich den Berg runterfahren wollte, wegen dem Motorbremseffekt zum Testen. Und habe festgestellt, dass er mit den 67.000 Litern irgendwann nicht mehr den Berg hochkam und stehen geblieben ist. Ging nicht mehr weiter. Heißt also, wenn die Bude voll ist, wie will man dann noch einen Anhänger damit ziehen? Also das sind dann 400.000 Liter. Das würde wahrscheinlich nur noch dann gehen, wenn man sagt, okay, wir nehmen die realistischen Füllgewichte raus. Dann wiederum finde ich, macht das Spielen kaum noch Spaß, weil alle anderen Traktoren dann einfach wieder, die ziehen dann wieder los, als hätten sie nichts hinten dran. Finde ich scheiße. Von daher, mal gucken, ob man irgendwo jemanden trifft oder ob man das vielleicht selbst in irgendwelchen Skripten bearbeiten kann, dass man dieses riesige Ladevolumen da rausnimmt, dass man das auf, ja, keine Ahnung, 50.000 Liter runtersetzt, 60.000 Liter oder irgendwie sowas. Das sollte auch völlig ausreichen, meine ich. Ne? 60.000 Liter. Gut, ich sag mal, die Berge, Felsbrunnen, die sind jetzt auch schon ein bisschen übel. Aber selbst wenn man jetzt auf der Nordfriesischen fahren würde, mit den Deichübergängen, die jetzt nämlich nicht lang sind, aber dafür sehr, sehr steil, das würde der da auch nicht rüber schaffen. Also beim besten Willen, glaube ich nicht dran. Und auch hier in der Ravenport haben wir ja auch schon gesehen, okay, unsere Traktoren sind auch noch sehr untermotorisiert, müssen wir dazu sagen. Und wenn wir hier dann mit, was haben wir drin, 30, 35.000 Liter oder so losfahren, quälen die sich ja auch schon ein bisschen. Also von daher, wie gesagt, auf 50, 60.000 60.000 Liter, das würde vollkommen reichen. Wobei der einzige gute Vorteil an diesem Überladewagen ist ja eigentlich, der nimmt, glaube ich, sogar Kalk auf. Den könnte man schön immer an die Felder fahren. Wenn man große Felder hat zum Kalken, dann braucht man nicht jedes Mal irgendwie zum Feld fahren, zum Hof fahren oder sonstiges. Das ist halt äußerst praktisch. Dann hätte man immer 200.000 Liter Kalk am Start, die man ja auch mal schnell wegmacht bei großen Feldern. So, vorletzte Bahn, hoffe ich. Müsste eigentlich gehen. Ja, und ich sprach letzte Folge davon von Pferde holen. Ich denke, das werden wir auch tatsächlich realisieren. Wir wollten ja ursprünglich, ist mir eingefallen, Kühe als nächstes holen. Aber Kühe sind, glaube ich, im Gegensatz zu den Pferden nochmal eine Ecke schwerer zu bewirtschaften, weil Pferde brauchen, wie gesagt, nur Haferstroh und oh, Heu. Ah, ich bin müde. Und das sollten wir locker hinkriegen eigentlich. Müssen wir nur mal anfangen, vielleicht schon mal die ersten Sachen kaufen,
an Geräten, die wir dazu auf jeden Fall benötigen, dass wir sehen, wie viel Geld brauchen wir hinterher eigentlich noch. Sollten wir den großen Pferdestall nehmen und dann 16 Pferde reinmachen wollen? Ich glaube, das alleine kostet um die 220.000, hatte ich glaube ich auf der NF Marsh ausgerechnet gehabt. Sollten wir den kleinen nehmen, wo nur 8 Pferde dann reinpassen? Ich denke mal, liegen wir auch bei circa der Hälfte. Ja, wohl nicht ganz, weil der Stall dann nicht die Hälfte kostet. Ja, aber auf jeden Fall unter 200.000. Nur allein die Geräte, wir bräuchten ein Mähwerk, wir bräuchten einen Wender, einen Schwader und einen Ladewagen. Das wäre auf jeden Fall das, was wir benötigen würden. Vielleicht können wir uns das ja sogar schon anschaffen. Und dann haben wir halt nur noch das Problem, woher das Gras holen oder welche Wiese mähen. Das bisschen, was hier um unsere Felder drumherum ist, wird, glaube ich, nicht wirklich reichen. Eventuell müssen wir noch mal ein bisschen über die Karte schauen, ob wir noch irgendwo ein kleines Fleckchen haben, was wir kaufen können. Ist halt dann natürlich immer extrem blöd mit dem Hin- und Herfahren. Bei Gras haben wir jetzt erstmal eigentlich genug, denke ich, hoffe ich. Zumindest für die Schafe. Damit sollten wir erstmal längere Zeit auskommen. So. Aber Heu brauchen wir für die Pferde. Man könnte natürlich auch Feld 1 einmal wieder zur Wiese machen. Nur danach müssen wir es wieder pflügen. So, das haben wir. Dann können wir erstmal wieder nach Hause fahren mit dem. Wunderbar, das hat ja wieder geklappt. Dann haben wir das Feld jetzt wenigstens noch gut reingeholt. Dann können wir anfangen, Feld 2 einzusehen. Einmal drüber düngen. Dann hätten wir das dann direkt oder ja, beinahe direkt auf Feld 1. Und wenn wir auf Feld 1 fertig sind, müssen wir mal hoffen, dass das Feld 3 nicht schon wieder fertig ist. Dass wir irgendwo noch ein bisschen Luft mal generieren wieder. So, den parken wir auch einfach wieder da, wo er war. Wie gesagt, Schneidwerk lassen wir erstmal dran. Ich habe auch, ja, alle, die es in der Nordfriesisch noch nicht gesehen haben, wir haben auch jetzt also Mod-Schneidwerke, das 13,70 Meter Schneidwerk gemoddet. Dieses ist ja noch nicht zugeklappt. Mit verschiedenen Emblemen, also Herstelleremblemen und Farben. Und auch das, wie heißen sie? Capello, auf jeden Fall das 12-reihige Schneidwerk. Genauso, mit verschiedenen Farben und Herstelleremblemen. Da war auf der Nordfriesischen einfach das Problem, halt, ja, ich wollte halt den größeren Johnny haben, also den größeren Bruder von denen, den wir haben, der aber halt kein 13,70 Meter Schneidwerk hat. Und das brauchen wir da aber halt schon. Und von daher haben wir gesagt, dann nehmen wir die mit rein. Kann man wenigstens das so aussehen lassen, als wenn es original ist. Jetzt musste ich kurz überlegen. Da fehlt mir die Worte. Haben wir auch schon direkt einmal eins gekauft gehabt für den Klaas auf der Nordfriesischen. Also sieht jetzt aus wie ein Klaas-Schneidwerk, macht gar keinen Unterschied. Funktioniert einwandfrei und auch gerade wenn man den 780er Klaas nimmt, ist es glaube ich auch nicht so verwerflich, wenn man da ein 13,70 Meter Schneidwerk dran macht, anstatt das 9 Meter. Ich glaube, 9 Meter hatten wir bislang nur. Und da wir halt sonst nicht wissen, wie kompatibel sind die alle sonst untereinander und so weiter und so fort, haben wir uns dafür auf jeden Fall entschieden. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Okay, Feld 1 braucht auch noch Kalk. Feld 2 können wir einfach so nochmal drüber gehen. Und danach werden, glaube ich, die fällig. Ist immer, das ist zuerst muss gekalkt, also Feld 1 muss immer zuerst gekalkt werden und die beiden, glaube ich, direkt im Anschluss. Müssen wir mal schauen. Jetzt wollte ich mal eben unseren Sojabestand. 26.000, also 27.000 Liter.
Ist jetzt auch nicht so der Oberknaller. Getreidespeicherzentrum. Der wäre aber noch halbwegs in Ecke. Da können wir trotzdem nur mal die Augen offen halten und warten. Der Preis steigt ja Gott sei Dank noch. So. Dann bereiten wir hier mal alles vor. Hier wachsen die schönen Blümchen. Unkrautblümchen. Und da überlege ich tatsächlich, das könnten wir eigentlich mal wieder im Zeitraffer durchmachen, dass wir das in einer Folge fertig kriegen. Da bin ich dafür. Dann mache ich jetzt erstmal kurz den Motor aus, denn machen wir hier für heute Feierabend. Und morgen sehen wir das Feld ein, auch schon im Zeitraffer, könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir das Feld ansehen und düngen. Und dann sollte das hoffentlich passen. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei gewesen seid. Schaltet auch morgen wieder ein, würde mich freuen. Und wenn ihr ein Däumchen da lasst, um mich zu unterstützen, würde mich das auch nochmal riesig freuen. Ich wünsche euch bis dann einen schönen Tag und reingehauen.